Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute packen wir mal was Besonderes aus, eigentlich wie immer. Und zwar eine Dose Ravioli. Nein, und zwar den Damson Scissor. Das ist ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher, der im Prinzip die Oberfläche, auf die er steht, als Membran benutzt. Das klingt ziemlich spannend und man hat mich gefragt, ob ich mir das Ding mal anschauen will. Und da habe ich natürlich ja gesagt. Und deswegen habe ich das Ding jetzt hier in der Hand. Und das packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Ja, und ich würde sagen, wie immer geht's los nach dem Intro. Dann schauen wir uns gleich mal die krassen Spezifikationen an. Und zwar 6 Stunden Playtime. Ich glaube, das ist in Ordnung bei so einer Größe. Ihr seht das ist so meine Handgröße und das ist ja noch in der Verpackung. Wir haben es noch gar nicht ausgepackt. Bluetooth mit an Bord, AUX mit an Bord. Einige werden es vermissen, andere nicht. Wie auch immer. USB Type-C Charging. Das ist mein erstes USB Type-C Gerät. Warum auch immer. Ich habe noch kein anderes, aber das ist mein erstes. Size 7 cm tall. Und man kann sogar 2 Stück von den Dingern kaufen und hat dann Stereo-Lautsprecher. Ja, das ist ja geil. Was haben wir hier noch? Use the metal mount for greater amplification. Ich bin ja nicht blöd. Ich habe die Leute direkt gefragt, ob sie mir das Ding mitschicken. Haben sie auch gemacht. Weil, wenn wir es testen, dann auch überall. Jo. Und weiter rum. Damson, designed in Yorkshire. Hier haben wir einmal die Anleitung für die Halterung, die wir da separat mitbestellen müssen, wenn wir sie nicht direkt mitbestellt haben. Und Caution, Product may cause unexpected parties. Ja, ich bin gespannt. Und ja, natürlich kompatibel mit allen gängigen Plattformen. MP3-Player, Smartphone, Tablet, Laptop. Genug gelabert. Oben Damson Scissor Small Mighty und unten ein Wimpel. Was unförmig fürs Messer, da muss ich aufpassen, dass ich mir nicht hardcore in die Hand schneide. Ich hoffe, ich mach's richtig. Ist noch nicht richtig durch. Ich habe so ein bisschen Angst. Ja, also. Nein, jetzt nicht. Sag ihm, ich kacke. Ich rufe gleich zurück. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, da rauszukriegen. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ah. Oh. Ja. Sollte sicherlich anders gehen. Ging aber nicht. Ihr habt's gesehen. So. Verpackung finde ich ja an sich eine geile Idee. Nur funktioniert nicht. Hier haben wir noch ein paar Sachen draufstehen. Bluetooth Mode. Turn to Bluetooth. Damson Scissor in your device. Play audio. Turn to line in. Blablabla. Also mal kurz die Einrichtung. Ah, Wireless Stereo. Also klappt tatsächlich. Kann man miteinander pairen, wenn man 2 hat. Ich habe hier leider nur 1. Vielleicht hätte ich nochmal nach dem 2. fragen sollen. Ach guck mal, sieht auch aus wie ein Gesicht. Hallo Freunde. Hallo. Seid ihr auch so gut drauf wie ich? Jo. Gut, was haben wir noch in der Verpackung? Die ist echt scheiße. Also Idee cool. Umsetzung für den Arsch. Oder ich bin einfach nur zu dämlich. So. Ja, und ein USB Type-C Kabel. Ah, seht ihr das hier? Paper Cut. Also, wie gesagt, ein USB Type-C Kabel. Wie man es kennt oder nicht, wird wohl funktionieren. So. Und dann gucken wir uns mal das Gerät an sich an. Einmal Klinkenstecker Eingang, Ladefresse und Auge für an und aus, oder? Ja, an und aus. Volume. Vielleicht sollte ich mir die Bedienung mal es blinkt. Das Problem ist, mein Handy, mit dem ich gerade dieses Video aufnehme, da kann ich jetzt nicht mit Bluetooth koppeln. Bluetooth? Aus? Klinke.
leuchtet. Aus, Bluetooth, Klinke. Aus, Bluetooth, Klinke. Klinke, Bluetooth, aus. Okay, ja, hier unten so eine Gumminöppel, der überträgt die Vibration an die Oberfläche, auf die er steht, weiter und nutzt sie so als Membran. Ja, und ja, das probieren wir am besten mal aus, würde ich sagen. Was laber ich für einen dämlichen Scheiß? Ja, brauche ich erstmal eine Audioquelle. Ich habe hier nur mein Tablet. Gut. Koppeln. Ach, diese scheiß Werbung. Nichts ist so bescheuert wie diese Einstellung hier an diesem Teil. Bluetooth ist eingeschaltet. Bluetooth ist ausgeschaltet. Bluetooth ein. Bluetooth Bären. Damson Scissor. Gepaart. Gut, oder? Nicht so gut. Ah, jetzt aber. Leuchtet konstant blau. Gut, wir spielen. Oh, GEMA-freie Musik. Oh, hab ich nicht. Juk. Play. Ihr hört? Es klingt scheiße. What the fuck? Okay, das klingt ein bisschen blechern, aber das ist auch ein Tisch. Der ist aus Plastik. Ja, der ist kacke. Wenn ich das hier aufs Regal stelle, klingt es mit Sicherheit anders. Okay. Interessant. Guck mal. Okay, ja, ihr seht, da muss man ein bisschen drauf achten, was man auf dem Tisch noch stehen hat, weil das rappelt sonst. Ja. Aber so an sich. Prinzip erkannt. Bevor ich hier Ärger kriege, gucken wir uns nochmal kurz dieses andere Moped an und schieben alles andere beiseite. Und zwar Mounting Bracket. Ja, genau. Also das ist das Viech, was ihr dann an die Glasscheibe oder sonst wo dran tackern könnt. Dafür ist das gut. Seht ihr ganz leicht hier. Halte mal jetzt immer Folie ab. So, ja. Wie beim Navi oder wie man das sonst so kennt aus der Autoscheibe irgendwie. Hier so ein Saugnöppel. Da könnt ihr dann das Viech mit an der Glasscheibe machen. Genau, das schrauben wir jetzt mal drauf. Da muss ja irgendwie ein Gewinde sein. Offensichtlich ist hier ein Gewinde drin. Ja, also kommt es da rein. Passt. Ja, und wo kleben wir das jetzt mal dran? Hält nicht. Gut. Hält. Interessant. Musik. Das Tablet ist Müll, wenn man Amazon nutzen möchte. Wenn man YouTube nutzen möchte. Mann. Das ist schon ziemlich interessant. Na, geh ab. Da klingt ja so sogar noch besser. Mit dem Ding. Aber wie gesagt, wenn hier irgendwas auf dem Tisch liegt, muss man echt aufpassen. Boah. Das hält ja Bombe. Also ist wirklich Wahnsinn, was da rauskommt. Das erstaunt mich gerade so ein bisschen. Ich werde das Ding jetzt mal eine Review hinterziehen und ihr könnt mir sagen, auf was für Klamotten ich das draufpacken soll. Oder was ich lassen soll. Genau, ja. Schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare, auf was für Oberflächen ich das mal draufstellen soll und was ihr sonst noch so zu diesem kleinen Vieh hier wissen wollt. Weil interessant ist das allemal. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.